Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Sprechstunde und Microsoft und Sony planen neue Änderungen. Könnte das Weglassen der Flüssigmetallkühlung bei der kommenden PlayStation 5 eine Vollkatastrophe werden? Und warum steigen ab nächster Woche die Xbox-Preise extrem in die Höhe, während die PlayStation 5 günstiger wird? Nintendo Switch 2 Release, da gibt es auch nochmal weitere Infos und noch einige Themen haben wir jetzt in der Sprechstunde. Es gibt neue Infos, neue Leaks, die darauf hindeuten, dass die PlayStation 5 Pro eine komplett neue Änderung bekommt. Ob die Slim, die ja dieses Jahr erscheinen soll, auch davon betroffen wird, kann man noch aktuell sehr schwer abschätzen. Aber bei der Pro möchte Sony, so wie das ausschaut, auf die Kühlung durch Flüssigmetall verzichten. Was für Vorteile, was für Nachteile haben wir? Da müssen wir Grundverständnis entwickeln. Was möchte Sony überhaupt verändern mit der PlayStation 5 Pro? Denn diese soll bessere Leistung bekommen. Das ist logisch. Eine Pro, warum soll sie die gleiche Leistung haben? Sie soll leistungsfähiger werden. Leistungsfähiger, Doc, aber sie wird doch wärmer. Sie macht doch mehr. So heiß. Das ist doch so eine super tolle Kühlung, die ja theoretisch nicht ausläuft, auch wenn es bei uns in der Community den einen oder anderen Fall, wo auch ein Techniker bestätigt hat, dass Flüssigmetall ausgelaufen ist und die Konsole kaputt gegangen ist, aber auf der anderen Seite es wirklich minimal betrifft, könnte das der Grund sein, warum Sony sagt, okay, Flüssigmetall, ganz doofe Idee gewesen, streichen wir? Oder sind es doch komplett andere Gründe? Fangen wir mal ganz am Anfang an. Die nächste Revision, wo man einfach darauf achten soll, soll die ZFI 13000 sein. Kann sich bis dahin noch viel ändern? Es ist aber jetzt gerade so in den Raum geworfen worden. Ja, wir beschäftigen uns mal mit diesem Gedanken. Der ist interessant. Die PlayStation 5 Pro wird ein neues Fertigungsverfahren haben. Die Prozessoreinheit soll schrumpfen, kleiner werden, eine andere Struktur bekommen. Der Vorteil dessen ist energieeffizienter, also trotz mehr Leistung weniger Verbrauch, dadurch aber auch weniger Wärmeerzeugung. Also sie kann mehr, sie ist aber effizienter, wird aber nicht so heiß. Man geht aktuell davon aus, dass Sony den 5-Nanometer-Prozess nutzen wird. Vom Halbleiterhersteller TSMC. Es ist ein sehr großer Schritt, eine sehr große Änderung im Vergleich zu jetzigen Konsolenrevisionen. Aber Doc, was ist denn da der Unterschied? Ich erkläre es euch mal. Transistoren. Bin jetzt auch nicht der extreme Experte und kenne mich super aus. Ich musste das auch jetzt für euch mal erarbeiten. Aber ich erkläre es euch so, wie ich es kann. Wir haben Transistoren. Stellt euch vor, Lego-Baustein. Der 5-Nanometer-Prozess ist wie die Verwendung von ganz kleinen Lego-Bausteinen. Je kleiner die sind, desto mehr passen auf so eine grüne Platte. Hast mehr Platz. Oder du hast eine Kiste. Je kleiner die sind, desto mehr von diesen kleinen Dingen passen in eine Kiste, als wenn die Dinge größer sind. Und so ist es ungefähr der neue Prozess. Alter Prozess verwendete etwas größere Bausteine. Also haben nicht mehr so viele reingepasst. Man kann sich das Ganze auch so vorstellen, wir nehmen ein Klassenzimmer und stopfen ganz viele Schüler rein. Die kleinen Schüler passen vom Boden bis zur Decke mehr rein. Dadurch haben wir mehr Schüler in diesem Klassenzimmer, mehr Schüler, die gleichzeitig denken können und Probleme lösen können, als wenn wir die gleiche Größe des Klassenzimmers nehmen und etwas größer gewachsenen Schüler da reinschmeißen, passen die ein bisschen weniger, also weniger Gehirne, also weniger Menschen bzw. Prozessoreinheiten, die da halt auf eine Lösung kommen. Jetzt haben wir ausverstanden. Mit kleiner mehr Informationen verarbeiten. Mit dieser erhöhten Effizienz der Arbeit, aber gleichzeitig weniger Wärmeentwicklung, denkt Leica, Sony, wir könnten die Revolution des Flüssigmetalls weglassen und gehen wieder zur alten Technik der Wärmeleitpaste. Zahnpasta für deinen Prozessorkühlung. Es schaut auch so aus. Ist das jetzt eine Vollkatastrophe? Wir müssen es mal testen. Wir müssen es vergleichen. Aber was sind so die Vorteile und Nachteile zur Wärmeleitzahnpasta für deinen Prozessor und Flüssigmetalls, wie wir das ja aus dem Film Terminator kennen? Was passiert, wenn wir Zahnpasta liegen lassen? Sie trocknet aus. Und dieses gleiche Problem ist bei der Wärmeleitpasta. Sie trocknet mit der Zeit aus. Ganz kluge Gamer haben in der PlayStation 4-Zeit damals selbst einfach die Leitpaste ausgetauscht und sie da hat bestens funktioniert. Schreibt mir in die Kommentare, warst du ein schlauer Fuchs, der das selber gemacht hat und haben plötzlich sehr große Veränderungen gespürt. Die Wärmeleitfähigkeit nimmt auch schneller ab im Vergleich zum Flüssigmetall, weil Flüssigmetall hat einfach eine sehr gute
Leitfähigkeit, dadurch kühlt sie effizienter. Und bei einem High-Performance-Gerät wie der PlayStation 5 ist halt eine bessere Kühlung, was ja so eine Flüssigmetallgeschichte besser löst, natürlich besser. Der erste Grund könnte sein Kostenreduktion. Mit jeder Revision möchte ein Hersteller Geld verdienen. Also guckt man, wo kann man sparen. Und Flüssigmetall ist in der Herstellung aufwendig und teuer. Wenn wir an der Effizienz arbeiten, können wir das Ganze weglassen und sparen uns Geld. Heißt nicht, dass wir auch Geld sparen, aber Sony. Das kann der Grund Nummer 1 sein. Auf der einen Seite könnte Flüssigmetall bei dieser geringen Wärmeentwicklung, die ja jetzt die neue Konsole hat, OP sein, unnötig sein, also einfach sinnlos sein, weil Wärmeleitpaste löst es genauso und man merkt vielleicht in den Tests auch gar keine Unterschiede. Bedeutet, dass es jetzt mit diesem Entwicklungsschritt einfach nicht mehr sinnvoll ist, nötig ist. Wird es eine Vollkatastrophe? Werden wir erst sehen, wenn die Konsolen bei uns zu Hause sind, bei uns hier auch in der Praxis sind und wir das Ganze testen können. Ich denke nicht, dass Sony sich eine erlauben kann. Ich denke schon, dass das funktionieren kann, weil siehe da, bei der Xbox klappt es ja auch. Und vielleicht wird Sony ja auch nochmal am Gehäuse arbeiten und da auch nochmal ein ganz anderes System bauen für die Kühlung. Nintendo Switch 2. Es gibt einen Finanzbericht von einem Unternehmen, was mitverantwortlich ist. Es ist sozusagen ein Zulieferer der Joy-Cons. Der Joy-Cons. Und die haben sich aus Versehen verplappert und sagten, ja, eine japanische Konsole wird Anfang 2024 auf den Markt kommen. Aber Sony ist doch auch Japan und Sony bringt doch auch eine Konsole, eine kleine Konsole. Könnte ja die Project Q sein. Project Q würde aber für dieses Jahr 2023 bestätigt. Ist noch einen anderen japanischen Konsolenhersteller? Gibt's neun? Gibt's einen neuen? Weiß ich nicht. Wisst ihr es? Oder wird es die Nintendo Switch sein? Also es kann sein, so wenn es hier langsam so durchsickert, dass die Nintendo Switch 2 Anfang nächsten Jahres vom Markt kommt, heißt, dass Nintendo in den nächsten Monaten vielleicht schon verkünden wird. Wird Nintendo das Weihnachtsgeschäft sich selbst ruinieren oder werden die vielleicht auch erst im Januar das Ganze verkünden? Es bleibt spannend. Alle weiteren Infos erfährst du hier bei mir. Kommen wir zu unseren Xbox-Zuschauern, die ja News vermissen im Bereich der Xbox. Da wir aktuell keine große spannende Entwicklung haben, gibt es eine. Es gibt jetzt einen Controller, der nach Pizza riecht. Ihr habt richtig gehört. Ein Controller, der nach Pizza riecht. Oder schmeckt. Der neue Film, auf den ich mich extrem freue, der im Design des neuen Spider-Man-Films jetzt erschienen ist, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Ja, schon immer ein großer Fan von Leonardo und auch von den Turtles und auch von Spider-Man und auch der Art der Zeichnung. Ich freue mich auf diesen Film, der demnächst kommt. Und Microsoft hat jetzt einen Controller rausgebracht und da liegt etwas bei. Einen Duft-User, sagt man so. Der riecht nach New Yorker Pizza. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt, ob man jetzt eine Pizza in Deutschland kauft oder in New York und ob sie da anders riecht, aber nach New Yorker Pizza. Und wir wissen ja, die Turtles mögen ja Pizza. Es gibt 4 Varianten des Controllers in der Farbe von Leonardo, Raffaello, Donatello und Michelangelo. Leider nicht zu kaufen und auch leider nur zum Gewinnen und auch das hier leider nur, wie immer, in der USA. PlayStation 5, ja, liebe Xboxler, hört PlayStation 5, da passiert gerade ein bisschen mehr, wie es halt so ist, ja. 40 Millionen. Millionen? Millionen. 40 Millionen Marke geknackt. Verkauf. Der Chef von Sony sagt, ey, riesengroßer, geiler Meilenstein. Die Lager sind gefüllt. Jeder kann jetzt eine holen. Okay? Und deswegen senkt Sony auch gleich den Preis. 449 Euro. Zur selben Zeit verkaufen die eine Spider-Man Edition für, ich glaube, 650 oder so. Und auch die passenden Platten für, glaube ich, 65 Euro, die innerhalb von einer Stunde ausverkauft waren. Außer ihr wart bei mir auf Instagram und habt auf den Link geklickt, als ich euch instant informiert habe, dass es die zu kaufen gibt und hattet Glück. Folgt ihr mir nicht auf Instagram, seid ihr selber schuld. Ich habe gesagt, kaufen, das ist ein Problem jetzt. Also heul nicht zu laut. Naja, und 949 aber nicht für immer, sondern ich glaube nur noch nächste und übernächste Woche. Also wirklich hier noch ein bisschen, 1-2 Wochen. Man munkelt auch, dass das ein Gegenschlag ist, weil Xbox jetzt die Preise erhöht. Ihr habt richtig gehört. Microsoft geht jetzt den gleichen Schritt wie Sony vor einigen Monaten und erhöht die Xbox-Preise. Also wenn du dir die Woche keine Xbox kaufst für den normalen Preis, zahlst du ab nächste Woche 50 Euro mehr. Und Microsoft sagt, ja, übrigens Microsoft News für alle, die sagen, nur PlayStation. Microsoft, ja, Microsoft News.
Oh, ist schon wieder negativ. Oh, werden schon wieder einige weinen. Ich kann nichts dazu. Das hat Microsoft gesagt. Und die haben gesagt, ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt Blizzard gekauft haben, sondern es ist einfach der Markt. Alles wird teurer. So auch wir von der Xbox. Also, es wird teurer. Nächste Woche 50 Euro mehr. Und nicht ich hab's gesagt, sondern Microsoft. Game Pass ist ja schon teurer geworden. Also, Preise ziehen hoch. Die gehen hoch. Es betrifft nicht jedes Land. Uns aber schon. Schreibt mir eure Meinung. Wasserkühlung? Wasserkühlung, genau. Welche Kühlung für die PlayStation 5 bevorzugt ihr? Wie findet ihr die Preiserhöhung? Denkt ihr, eine Switch kommt raus im Januar? Und ja, schreibt alles, was ihr wollt, jetzt in die Kommentare. Und wer nicht schreibt, dann soll einfach liken. Und in diesem Sinne, ich gehe weiter. Sehen Sie in der nächsten Sprechstunde. Euer Doc.